Hallo lieber Krebs, hier kommt dein Oktober 2022 Kartenreading. Schön, dass du da bist. Ich bin Denise, die Karten sind schon angemischt. Ich bin bereit, du offensichtlich auch. Wir legen gleich los mit deinem Reading. Natürlich, wisse, es ist ein allgemeines Kartenreading, also nimm es nur an, so wie es mit dir auch in Resonanz geht. Wisse auch, es umfasst einen ganzen Monat. Also manche Sachen holen dich vielleicht jetzt noch gar nicht ab, werden aber im Laufe des Monats sehr wohl relevant. Also vielleicht magst du auch das Video dir abspeichern und dann im Laufe des Monats nochmal reinschauen. Vielleicht verstehst du bestimmte Botschaften dann auch anders. Denk auch dran, manchmal lauert die Botschaft im Video für das Aszendent oder das Mondzeichen. Also guck auch da mal über die Überschriften drüber. Wenn es dich hier nicht abholt, steck es in diesem Monat vielleicht dort mit drin. Und wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich benutze, die findest du in der Infobox hier unter diesem Video aufgelistet. So, was ist denn das Motto für unseren Krebs im Oktober 2022? Was haben wir denn da? Haben wir für den Krebs im Oktober 2022? Na, hakt das irgendwo? Nee, man muss nur drohen, dann geht's. Merkt ihr das? Wenn irgendwas hakt im Oktober, immer dir selber drohen, dann geht's schon. So, und ich ziehe noch eine Karte und dann legen wir los. So, für den Krebs. Was haben wir hier? Also, offensichtlich darf der Krebs, wir haben hier die Karte neutral, neutral und Mutter Natur. Also, auf der einen Seite sieht es so aus, als sollte der Krebs in diesem Monat sehr genau darauf achten, wo er sich rein involviert und wo auch nicht, wo er vielleicht einfach sagt, weißt du was, ich mache mir da keinen Kopf drüber, ich habe da auch keine Meinung zu, ist mir jetzt in dem Moment erstmal wurscht. Ich halte das mal so ganz neutral wie die Schweiz. Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Da macht sich mein Zukunfts-Ich dann auch Sorgen drüber, wenn es soweit ist. Muss ich mich jetzt nicht mit beschäftigen. Also das scheint eine Haltung zu sein, die dir gut tun wird in diesem Monat, lieber Krebs. Und dann habe ich hier noch die Karte Mutter Natur. Also sehr eindeutig der Hinweis, mehr Zeit draußen zu verbringen, in der Natur zu sein, die Auszeiten einzuplanen, die du draußen verbringen kannst. Vielleicht hast du auch einen Garten, den du winterfest machen möchtest. Vielleicht willst du irgendwie Frühlingsblüher noch stecken oder sowas. Ja, guck mal, was da mit dir in Resonanz geht. Aber Fakt ist, plan dir Zeiten an der frischen Natur mit ein. Vielleicht gehst du auch Pilze sammeln, was so anstehen könnte, aber nicht so viel dich drin aufhalten, gerade wenn du vielleicht auch viel zu tun hast, so am Schreibtisch oder sowas, dass du dich immer daran erinnerst, auch mal eine Runde draußen zu gehen. Also das sind ersten, um auch vielleicht deine Emotionen wieder zu neutralisieren. Das kann natürlich auch sein, ne? Dass wenn du viel auch mit anderen Menschen zu tun hast, vielleicht beruflich, um deine Emotionen oder dein ganzes Körpersystem wieder ne zu neutralisieren, deine Energien zu neutralisieren. Wie machst du das, indem du dich gerade draußen in der Natur erdest? Vielleicht fällt dir auch auf, dass sie hier barfuß geht. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie du das so mit den Temperaturen draußen so verknusen kannst, aber kann ja vielleicht auch mal eine Erfahrung sein, da wieder in die Erdung zu kommen, gerade wenn viel ja um dich herum vielleicht aufgeladen ist, auch vielleicht wenn du in der Großstadt lebst und einfach viel auch aufschnappst von Menschen, mit denen du so an sich gar nichts zu tun hast, aber die einfach in deinem Orbit drin sind, dann immer wieder in die Natur gehen, erden, dich mit der Natur verbinden, ja. So, was haben wir denn noch für den Krebs? Wir haben das Ass der Münzen, wir haben die 9 der Stäbe. Okay, vielleicht hast du auch mit Müdigkeit zu tun. Ja, vielleicht bist du auch immer hin und her gerissen, Königin der Kelche, zwischen, oh mein Gott, ich habe da so Bock drauf und oh mein Gott, ich bin so müde, dass das so ein Hin und Her ist in der Gefühlslage, dass du auf der einen Seite ganz viel Lust hast, irgendwas zu machen, weil du auch vielleicht eine neue Idee verfolgst, die du gerne auch auf die Straße bringen möchtest, hier mit dem Ast der Münzen, dass da irgendein Projekt ansteht, irgendwas, was du auch vorbereiten oder auch fertig kriegen möchtest. Und gleichzeitig kommt da so eine Müdigkeit daher. Und dann grummelst du vielleicht auch mit dir selbst und sagst, meine Güte, was ist denn jetzt schon wieder los? Und gerade das macht dann hier nochmal Sinn. Tanke in der Natur immer wieder auf, immer wieder achte auf deine Kräfte und tanke bewusst über die Natur.
Auch vielleicht über das Zusammensein mit lieben Menschen, 10 der Kelche, ist ja die Karte der glücklichen Familie. Ob das jetzt deine Blutsfamilie ist oder einfach Seelengefährten auf deinem Weg, aber auch das kann dir helfen, gut aufzutanken, wieder gut in dir anzukommen. Ja, dass du dich anstecken lässt von der Freude anderer. Und gleichzeitig achte auch auf deine eigene Ruhe, auf deine innere Ruhe und mach eine gute Balance zwischen eben Zeiten mit anderen, aber auch Zeiten für dich. Also offensichtlich geht es hier schon darum, sehr, sehr selbstfürsorglich, selbstliebevoll, selbstachtsam zu sein in diesem Monat, dass du immer gut auf deine Balance achtest, auf deine Kräfte achtest, auf deine Energien achtest. Und tendenziell doch eher sagst, okay, mein Fokus in diesem Monat liegt auf meinem beruflichen Weg, ja, Ass der Münzen oder auch auf der Frage, Mensch, wo soll es überhaupt für mich hingehen? Worauf hätte ich denn jetzt noch mehr Lust, da in eine Klarheit zu kommen und einfach generell gut auf dich und deinen Körper zu achten und dich nicht zu übernehmen, gleichzeitig aber auch nicht komplett rauszuziehen aus dem sozialen Leben, sondern zu sagen, in dem Maße, in dem es mir gut tut, und das kannst du ja festlegen und sagen, okay, im Oktober, wie oft möchte ich mich verabreden? Und wenn die Liste dann voll ist, dann ist sie voll. Dann gibt es halt die nächsten Termine mit dir erst wieder im November, dass du genug Zeit hast für deine Innenschau, für Ruhe, für Meditation, Mittagsschläfchen. Ja, gut, jetzt draußen im Garten schlafen wahrscheinlich weniger, aber vielleicht überrascht uns der Oktober ja nochmal mit ein paar warmen Temperaturen. Manchmal haben wir da ja nochmal sehr schönen Sonnenschein. Aber achte gut auf deine Ressourcen, achte gut auf deine Kräfte. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob du auch. Mit Königin der Münzen haben wir hier noch mal geduldig ausruhen, entspannen, in der Ruhe sein, darauf vertrauen, dass das, was du machst, auch gut ist. Ja, also die hat ja ihr Geld schon verdient und zwar aus einer Entspanntheit heraus. Also guck mal, dass du nicht irgendwie in so einen Hustle-Modus gehst, sondern wirklich in deiner Kraft, aus deiner Kraft heraus agierst. Und was ich gerade sagen wollte, der ein oder andere nutzt ja vielleicht auch irgendwelche Ergänzungsmittel oder sowas. Ja, also zum Beispiel. Im Sommer nehme ich jetzt kein Vitamin D zusätzlich, aber im Winter nehme ich das schon und werde jetzt, wo es so grau und grau draußen ist, wieder damit anfangen. Also sowas meine ich, weißt du, dass du da vielleicht auch irgendwas hast, womit du dich deinen Körper unterstützen kannst mit irgendwelchen Hilfsmittelchen oder sowas. Musst du mal gucken. Ne? Bin jetzt kein Arzt, habe nicht wirklich Ahnung davon, aber bringe es jetzt einfach mal nur als Beispiel, dass du weißt, was ich damit meine, lieber Krebs. Also wirklich ein Monat, wo es sehr um dich und deinen Körper gehen sollte, auch dein seelisches Wohlbefinden natürlich. Alles ein bisschen runterschrauben vom Tempo her ist gut. Ja, hier sind auch keine schnellen Karten, hier ist nicht eine Bewegungskarte drin, sondern eher. Alles mal ein bisschen langsamer machen, ja. Als Motto habe ich sehe Würde und Möglichkeiten in den Herausforderungen des Lebens. Und das würde ich jetzt weniger deuten, dass da große Herausforderungen auf dich zukommen, sondern eher auch nochmal alles, was vielleicht die Welt so erschüttert, dich nicht tangieren zu lassen, dich da wirklich rauszunehmen. Jetzt ist ja der Krebs auch sehr feinfühlig. Achte darauf, dass du das Drama anderer nicht zu deinem machst, sondern sagst, Mensch, ich muss jetzt auch hier einfach mal an mich und meine Kräfte denken. Ich muss mich nicht in alles rein involvieren, was mich nicht oder noch nicht betrifft und kann da einfach auch mal in die Ruhe gehen und andere ihre Kämpfe austragen lassen und muss mich nicht überall auch emotional mit rein verbinden. Genau. Hier haben wir noch eine für den Krebs. Ja, also wenn ich mit jemandem Zeit verbringe, dann mit glücklichen Menschen, die mich absolut inspirieren, auch großartig zu sein. Ja, also wenn dann nur die, die dich nicht mit ihrem Problem zuschütten, sondern dich eher mit hochschwingen lassen, ist hier nochmal der Rat für diesen Monat, dass du wirklich auf deiner Energien gut achtest, mein lieber Krebs. Okay, ich räume hier mal ab und dann gucken wir uns mal noch die einzelnen Wochen für dich an, was da noch so kommt. Kamera wieder runter. Bis gleich. So. Dann gucken wir mal für den Krebs. Übrigens, wenn du Lust hast auf hochschwingende Menschen, dann komm doch gerne in mein Stardust-Programm, das am 27. Oktober startet. Vielleicht hast du da Lust drauf, dich einfach mit so tollen Menschen zu verbinden, mit mir mehr Zeit zu verbringen, mit meiner Energie. Die ist ja auch nicht so schlecht, würde ich mal sagen.
Und tust dir damit selber was Gutes. Wenn dich das interessiert, dann findest du da auch alle Links oder alle Infos hier in den Links unter diesem Video, wenn du mein eigenes Kartenreading haben möchtest oder auf irgendeine Art und Weise eine Form von Arbeit mit mir anstreben möchtest, dann ja, alle Infos hier unten drunter. So. Dann, ups, das war mir ein bisschen viele. Eine noch für den Krebs im Oktober. So, okay. Also, in Woche 1, was steht an? Da haben wir es nochmal. Heilung. Heilung, also Ruhe, auf deine Energien achten, lieber das Tempo mal ein bisschen rausnehmen, durchschnaufen, zu Kräften kommen, Zeit für dich haben, bewusste Auszeiten dir gönnen, ganz für dich und in dir ankommen. Egal, ob es jetzt was zu heilen gibt, vielleicht gibt es bewusst gar nichts zu heilen, sondern einfach nur sagen, achte auf dich und deine Kräfte. Ja, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Hauptreading. Woche Nummer 2, pass auf, dass. Ja, also sei mal ein bisschen achtsam, wem du was erzählst. Da ist irgendwas im Hintergrund, was du vielleicht so offenkundig gar nicht mitkriegst. Irgendjemand, der dir vielleicht nicht ganz so wohlgesonnen ist oder dir reinredet. Du triffst eine Entscheidung und die Person, ja, was macht der? Macht dann der Krebs jetzt schon wieder? Na, der denkt ja auch, hier kann, weiß ich nicht, die Welt erobern oder was. Was ist denn hier los? Ja, also achte mal drauf. Auch gut auf dein Bauchgefühl, beziehungsweise jetzt auch bezogen aufs Hauptreading. Ja, guck mal in deinen Kalender rein, was da so für Termine drinstehen. Ob da vielleicht Menschen mit drinstehen, die eben nicht in diesen hochschwingenden Energien sind und die vielleicht gar nichts gegen dich haben, aber wenn du mit denen zusammen bist, dann sind die halt nur am Herziehen über dritte Personen, die gar nicht dabei sind oder sind nur am Lästern generell oder einfach am Jammern, am Meckern, am was auch immer. Und guck mal, dass du diese Termine vielleicht verlegst auf November, ja, wenn du dich mit diesen Menschen abgeben möchtest, aber nicht für Oktober einplanst. Das tut dir in diesem Monat, tut generell nicht gut, aber in diesem Monat noch weniger. Und Woche 3, da haben wir jetzt die Zeit für, okay, geh bewusst in den Austausch mit lieben Menschen, aber verzeih mir, die haben ja hier eine ganz andere Energie. Guck mal, die lachen, die sind fröhlich miteinander, die sind zugewandt, die sind eine Gemeinschaft. Ja, startet ja auch Stardust. Vielleicht hast du Lust auf coole Stardust-Community. Aber Fakt ist, schau mal, wie unterschiedlich hier das Miteinander ist. Ja, und guck mal, dass du wirklich entscheidest, mit welchen Personen möchte ich mich ganz bewusst treffen, welche tun mir gut, mit welchen habe ich nichts. Und der Monat kann rausgehen mit einer. Ja, Verlustgeschichte. Vielleicht geht hier etwas verloren, kommt etwas abhanden oder vielleicht schließt du auch irgendwie ein Kapitel, beendest was. Ja, vielleicht geht es um das Ende eines Jobs und dann steht zum nächsten Beginn des nächsten Monats ein neuer an oder jemand wechselt die Wohnung oder ja, kann natürlich auch irgendwie eine Freundschaft sich beenden oder irgendwie ein menschliches, zwischenmenschliches Miteinander zu Ende kommen, ist natürlich auch möglich, gerade hier mit der Karte, dass man sagt, tut mir einfach nicht gut, will ich nicht mehr. Guck auch, ob es vielleicht irgendwas zu kündigen gibt. Ja, ob du vielleicht irgendwelche Verträge hast, die zum Ende des Monats auflaufen und sich dann verjähren, also verlängern würden um 1 oder 2 Jahre, dass du sagst, nee, ich guck mal, dass ich mir das Geld nicht zwischen den Händen durchrinnt, sondern dass ich noch irgendwas kündige, bevor ich dann wieder irgendwie für eine gewisse Zeit gebunden bin. Ich habe hier jetzt noch eine Erklärkarte zugelegt und wie es ausschaut, geht es eher darum, so ein bisschen nostalgische Emotionen zu wahrzunehmen, weil in der Tat irgendeine Ära zu Ende geht. Vielleicht hast du an irgendeinem Projekt gearbeitet, wo du lange, lange, lange darauf hingearbeitet hast und jetzt ist dieses Projekt beendet. Ja, also so ein Klassiker wäre ja jemand, der ein Buch schreibt, zum Beispiel. Ja, und auf einmal ist der letzte Satz geschrieben, der letzte Punkt ist gesetzt und dann ist man so, boah, ich habe es geschafft, wie geil. Und gleichzeitig ist man vielleicht auch, ja, also hier dieser Jubeltrubel hier, ne? Mit diesem Pokal und den Blumen und Partystimmung. Ich habe es gerockt, wie geil. Und gleichzeitig ist man vielleicht auch so ein bisschen nostalgisch, weil man jetzt so ja, zwischen den Stühlen hängt und sagt, okay, jetzt das eine Projekt mal kurz ausschnaufen lassen und das neue, bevor das beginnt, da kann man ja auch so ein bisschen nostalgisch werden, weil man sagt, ach Mensch, das war jetzt so eine Ära und die ist jetzt zu Ende gegangen. Wahnsinn.
Und da darf man auch erstmal sagen, also sich selbst feiern, auf die Schulter klopfen, wie geil habe ich das gemacht, und gleichzeitig ein bisschen traurig sein und sagen, oh Mensch, die Charaktere in meinem Buch werden mir fehlen oder ja, wie auch immer. Oder auch so ein Thema beim Schulwechsel, ne? Wenn du jetzt, gut, passt jetzt nicht zum Oktober, aber wenn jetzt jemand von der Grundschule aufs Gymnasium wechselt zum Beispiel, ne, dann ist es ja auch, oh Gott, der nächste große Lebensabschnitt steht an, wie krass ist das denn? Und gleichzeitig ist man so ein bisschen nostalgisch, weil da geht jetzt halt auch eine Ära zu Ende, ja. Okay, lieber Krebs, lass mir ein Gefällt mir da, wenn das Video dich abholt. Ich danke dir fürs Einschalten. Abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Und ja, vielleicht sehen wir uns in Stardust. Vielleicht darf man für dich persönlich die Karten legen. Und auch unten in der Infobox findest du meinen Spendenlink. Vielleicht hast du Lust, mir ein Trinkgeld dazulassen hier für meine Arbeit. Dann sage ich von Herzen Dankeschön für deine Unterstützung hier, für deine Honorierung meiner Arbeit. Vielen, vielen Dank. Und ja, hab einen tollen Oktober, einen goldenen Oktober, und achte gut auf dich und deine Kräfte. Alles Liebe, deine Denise.